Yes, ausnahmsweise mal nicht auf Bali, sondern hier in Berlin. Mhm. Winterjacke schon an, ja, wie man sieht, ja. Wie geht's dir, Carlo? Alles gut? Ja, super, mega gut, ja. Sehr, sehr schön. Wie geht's dir erstmal noch? Mir geht's auch gut, bisschen beneidenswert deine letzten, ich glaube 18 Monate so ungefähr. Ja, ich war viel unterwegs. Ja, Mann, das Wetter war echt richtig, richtig schön. Die ganzen Stories und so, die du da rausgehauen hast aus Bali. Ich meine, der Einfluss ist auf der Platte klar erkennbar. Dein viertes Album, tatsächlich hat es noch nie so lange gedauert vor einem Album. Also 4 Jahre, glaube ich, zwischen Trip und zwischen True und Trip. Ja, so da war wieder viel Zeit dazwischen. Ich meine, irgendwann musste ich mal auch, irgendwann muss man auch mal leben und meistens kriege ich es nicht so gut hin, dass ich beides vereine, was ich eigentlich sehr gut hinbekomme, wenn ich ehrlich bin, aber dieses komplette mal abschalten und was anderes machen und weg von der Musik, um wieder Akkus aufzuladen. Ja, ich habe auch viel ausprobiert, viel experimentiert in der Zeit. Ja. Du hast mal ich glaube zum True-Album hast du mal gesagt, ey, ich schreibe meine Songs immer so, wie es mir gerade in dem Moment geht. Also ich setze mich nicht hin und versuche mich in eine Lage hinein zu versetzen oder so. Das konnte man an den ersten 3 Alben, finde ich, sehr gut hören. Ich glaube, Rayop und Melody waren so mehr oder weniger zwischen Tür und Angel produziert, teilweise auf Tour und so weiter. Ja. Die beiden Alben waren ja auch sehr abtempo. Dann kam True, da hat man auch deutlich gehört, wie es dir geht. Jetzt hast du ein Doppelalbum rausgehauen. 2 Facetten, 2 Epochen irgendwie auch. Wenn du sagst, du schreibst immer so, wie es dir gerade geht, was sagt dann die Tatsache, dass du jetzt ein Doppelalbum gemacht hast über deine letzten 12, 18 Monate so aus? Auf jeden Fall war der Anfang des Jahres viel mehr. Ich kam an und es war einfach nur, weil es so kalt war in Deutschland natürlich und da drüben ist es super heiß. Ja. Also chillt man nur in Badehose. Wirklich nur in Badehose und das für Wochen. Und deswegen klingt die eine Hälfte halt so super frei und hippie-mäßig. Einfach nur draußen am Strand chillen. Und das hat mich schon, das ist wie so ein Sommer bei Mom, weißt du? Und man ist einfach ewig geil drauf. Und das hat die rechte Seite mies geprägt, also diese Hippie-Seite. Mhm. Ja. Ich finde so, der herausstechendste Song, vielleicht nicht unbedingt soundtechnisch, da gibt es viele andere Sachen, die experimenteller sind, auch nicht unbedingt wegen des Features Shindy, was auf dem Song ist, ist für mich Sometimes You Gotta Lose, weil irgendwie der Spirit von diesem Song sich so durchzieht übers Album und ehrlich gesagt für mich auch beide Seiten einfängt. Also es ist ein sehr melancholischer Song, wenn du genau hinhörst. Aber wenn du den Song erstmal nur so nebenbei laufen lässt, klingt der glücklich. Mhm. Wenn du genau hinhörst, ist es eigentlich vielleicht einer der verletzlichsten Momente so deiner Karriere vielleicht, also eigentlich irgendwie auch ein interessanter Angle, den du aufmachst, Ganze, man muss viel verlieren können, um Dinge auch gewinnen zu können, beziehungsweise beim Gewinnen ist auch viel Verlust drin und so. Mhm. Ich lasse eigentlich immer nur auf meiner Musik meistens gute Laune raus und weißt du, um vom Alltag abzulenken, jeder, der sein Scheiß, sag ich mal, im Leben hat, der will eigentlich lieber abgelenkt werden, mal 5 für 2 Minuten. Mhm. Aber, und ich schreibe auch nicht so gerne über meine Probleme, weil ich denke, das sind meine Probleme, die hat eigentlich, das interessiert doch kein Mensch. Ja, aber da dachte ich mir, ich habe so viel verloren unterwegs, weißt du, so viele nicht erlebte Momente, so viele Dinge, in denen ich im Studio war, während alle anderen draußen waren und Spaß hatten, so viele Beziehungen, die drauf gingen und so. Mhm. Deswegen dachte ich, ja, es wird langsam an der Zeit, auch mal das zu erwähnen. Das ist natürlich total absurd, weil gerade so deine Karriere, wie du auch selber sagst, die geprägt war von guter Laune, Good Vibes, war sehr bunt, sehr, sehr dynamisch, so vom ersten Moment an irgendwie auch sehr locker und luftig, so alles, was du vermittelt hast. Ist natürlich krass, dass du dann derjenige bist, der kommt und sagt, ey, ich habe eigentlich auf dieser ganzen Reise auch viel verloren und viel verpasst. Das finde ich auch interessant, was du gerade gesagt hast, hat mich an diese alte Drake-Line erinnert, wo er sagt, while all my friends are out partying, I'm here in the studio making the songs that they party to. Ja. Alle würden eigentlich voll gern bei dir im Studio sein. Weißt du, so diesen Moment mit Crow im Studio zu sein, das auf Instagram festhalten und so weiter. Während du da sitzt und dir denkst, ey, ich wäre eigentlich überall außer hier. Ich wäre lieber gerne bei euch draußen, ja. Ja, genau darum geht's. Genau darum geht's eigentlich, dass man viel opfert, viel arbeitet. So, auch wenn Leute denken, so, ja, der chillt ja nur die ganze Zeit auf Bali und macht da seine Millionen oder so und hat eine gute Zeit. Und während wir hier im Kalten sind, aber ich bin halt am Arbeiten, rund um die Uhr. Morgens stehe ich auf und mach bis in die Nacht und schlafe viel zu wenig und opfer wirklich jede Minute, um da weiterzukommen.
Und all mein Geld so haue ich da rein. Das heißt, ja, es ist nicht nur alles Glitzer. Wie ging's so deiner, oder wie stand's und steht's so um deine mentale Gesundheit in der ganzen Zeit? Weil das ist auch etwas, was relativ wenig in die Musik irgendwie seinen Weg gefunden hat. Mhm. Relativ wenig auch in die Interviews die letzten Jahre, weil die Leute auch einfach auch nicht davon ausgingen, dass es dir schlecht geht oder dass du viele Verluste auch hattest. Deswegen, wie ging's dir nach all den höchsten Höhen und tiefsten Tiefen, die du die letzten 10 Jahre so hattest? Also ich glaube, vor grob 2 Jahren, als ich dann auch nach Bali geflüchtet bin, da war es so ein Höhepunkt an, ich muss hier weg. Ich war einfach so nach gefühlten 8 Jahren in Deutschland. Nach 8 Jahren in Deutschland und auch hauptsächlich in Berlin dann, wurde es mir irgendwie zu bunt und zu viel. Und jeder, ich meine, mich kennt keiner jetzt vom Gesicht her, aber du weißt, was ich meine. Du bist verfolgt. Jeder, der ins Studio kommt, ist immer nur Thema Crow, immer nur Thema nächstes Album, immer nur Thema nächstes Single, immer nur. Es gibt gar nicht mehr wirklich viel anderes. Da musste ich einfach mal weg, einfach weggelaufen, um Leute kennenzulernen, die mich nicht kennen. Leute kennenzulernen, die mich als Carlo kennenlernen, die mich umbenennen, die haben mich Solo genannt. Das heißt Solo, deswegen heißt die Seite rechts, die linke Seite auch Solo. Mhm. Teddy zum Beispiel, ich habe bei ihm gewohnt und war immer im Studio, also in meinem Home-Studio und kam nie zu irgendeiner Party, immer wieder, weißt du, was ich meine? Ja. Und hat immer gemeint, das ist Solo, West ist Solo. Ich nie da war. Crazy auch, dass du das immer noch so drin hattest. Weißt du, du bist auf Bali und kannst eigentlich auf die Partys und du hast es aber trotzdem immer noch so drin, so dass du alleine im Studio sitzt dann. Ja, aber da war so, war das Album halt gerade in der Mache und ich liebe, wenn eine Party nebenan ist so oder ich sehe die so im Garten ist die Party und ich bin in meinem Zimmer zu alles. Und ich weiß, alle feiern und haben Spaß, aber ich bin hier oben und mache, es gibt nichts Besseres für mich. Es ist so richtig befriedigend. So, ich weiß, alle sind da, haben Spaß, keiner sitzt da und langweilt oder irgendwie. Und ich bin hier oben und mache ganz alleine. Oder vielleicht mit 1, 2 Homies oder so, die gerade voll dabei sind und feiern. Super. Wobei man ja eigentlich gedacht hätte, so du hättest für dieses ganze Konzept des Stars und weißt du, erkannt werden und so weiter, hättest du ja den Cheatcode. Also ich meine, du bist jetzt auch nicht der Erste mit einer Maske, aber so gerade im deutschen Kontext einer von denen, die es am konsequentesten durchziehen. Ich glaube, keiner hätte vor 10 Jahren damit gerechnet, dass du 10 Jahre später die immer noch nicht fallen gelassen hast. Ich glaube, es gibt ja sogar diesen einen legendären Interviewausschnitt, wo du mit Sido sitzt und er so er sagt, meinte, der lässt sie fallen. Safe, dauert nicht mehr so lange, der will irgendwann die Anerkennung, man will die so auf der Straße und auch erkannt werden und so weiter. Ist das gar kein Ding für dich oder musst du manchmal auch ein bisschen mit deinem Ego kämpfen, weil das Ego vielleicht doch schon gestreichelt werden will und das manchmal will? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich noch gar nicht das Bedürfnis danach, die Maske fallen zu lassen. Wüsste nicht, warum. Nur für das Ding, dass man erkannt wird. Ich meine, ja. Nee. Nee, immer noch nicht. Krass. Ich habe tatsächlich, also man geht manchmal, natürlich stellt man sich's vor und überlegt, so wäre jetzt der Moment, was würde passieren? Aber nee, es wurde noch nie irgendwie wirklich spruchreich. Es ist interessant, dass du sagst, man stellt sich die Frage, wäre jetzt der Moment? Weil ich glaube, alle gehen davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Ja. Also dass es passiert, das steht für alle außer Frage. Ja. Wobei das stünde ja auch zur Diskussion. Also vielleicht bringst du diese Karriere eines Tages zu Ende und die Maske ist einfach nie gefallen. Ja, natürlich. Das wäre ja auch eine Option. Natürlich. Vielleicht, ich habe auch überlegt, ob man irgendwann rückwirkend mit einer Monsterwelle kommt und alles auflöst. Weißt du, ich meine? So, ich habe ja jedes Video, jeder Tourblock hat ja noch 50% mich auch ohne Maske mit drin, krass, weil ich ja ständig gefilmt werde. Das heißt, wir haben Material mit und ohne Maske. Stimmt. Und man könnte auf jeden Fall später rückwirkend nochmal alles auflösen und jeden Moment zeigen, wie es ohne Maske war. Ich glaube, das ist tatsächlich auch irgendwie krasser wäre, ich meine, schwierig zu sagen, aber ich, also weißt du, meine Menschen sind jetzt nicht geschockt, wenn sie mich ohne Maske sehen. Ich sage, hä, warum trägst du eine Maske? Du siehst so ganz ordentlich aus eigentlich so. Weißt du, ich meine? Ja. Sag ich jetzt mal. Und man hat halt mit einem Gesicht viel mehr Emotionen. Ich könnte jetzt, wenn ich grinse oder wenn ich lache, ich kann viel mehr Emotionen zeigen. Und so bin ich halt einfach nur eine kalte Hülle gerade. Das stimmt natürlich. Deswegen denke ich mir manchmal, wäre es vielleicht nicht schlecht. Nicht wegen dem Erkanntwerden, sondern nur, dass Menschen mich besser kennenlernen und gleich besser einschätzen können. Weil ich bin eigentlich sehr sympathisch. So. Kann sag ich bestätigen. Jetzt mal, mit
ohne Maske. Ja, stimmt. Es nimmt natürlich so ein bisschen die Menschlichkeit. Und ja, auch dieses Thema vom Altern zum Beispiel, kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. So eine Maske altert natürlich nicht. Also man sieht dir nur vom Klamottenstil und so. Und dann natürlich veränderst du auch die Maske, aber du kannst halt schwierig an der Maske irgendwie darstellen, dass du älter geworden bist. Ja. Ne? Und trotzdem spielst du aber auch bei jedem Album-Release, zumindest gibt es immer so diesen einen Moment, der suggeriert, okay, jetzt könnte die Maske fallen oder begraben werden. Machst du das einfach nur, um die Leute so ein bisschen zu kitzeln und diesen Moment einfach kurz zu machen? Ja. Natürlich war das die Idee, der Maskenvergrabungsmove war. Ich meine, ich habe ja nur die alte Maske vergraben, heißt ja nicht, dass sie fällt, aber. Ja. Und dieses RIP und so. Aber ja, ist doch gut. Ich spiele gerne mit den Medien, was ich meine. Ich spiele gerne, experimentiere rum und guck, was passiert. Sonst wird es ja langweilig. Würde man einfach nur ein Album hochladen. Es hat auch so eine gewisse Art von Ass im Ärmel vielleicht, also wenn man rein karrieretechnisch vielleicht jetzt mal überlegt, ist dieser Mask-Move immer so ein Ass im Ärmel, was du halt ewig hast, den du halt gar nicht benötigst gerade, aber vielleicht eines Tages, vielleicht denkt man so drüber nach, ey, eines Tages könnte der halt nützlich sein irgendwie oder eine ganz neue Facette öffnen oder eine neue Art von Künstler eröffnen. Ja, ich kann auf jeden Fall spielen und ich kann mir andere AKAs anlegen und anders denken, was ich könnte noch auf anderen Plattformen rumhüpfen und ich was ich meine? Ja. Ein paar Egos noch aufbauen. Ja. Jetzt bist du vor 2 Jahren, wie du es gerade so schön gesagt hast, geflohen hier aus Berlin nach Bali. Zu dem Zeitpunkt natürlich als ein Künstler, der gefühlt alles von der Checklist gestrichen hat. Ob jetzt Achievement-mäßig, Gold, Platin, Zahlen. Also es gab eigentlich wenig, was es noch auf der Checklist gibt. Gab es eigentlich den Moment, wo du das realisiert hast? Und war das eher ein befreiendes Gefühl, wenn du alles so abhakst? Oder ist das... bringt das so eine Leere eigentlich eher hervor, wenn du merkst, so, ey, es gibt nicht mehr so viel, was ich abhaken möchte? Schwierig. Also beides. Es spornt dich an, mehr zu machen und es zu toppen. Immer wieder zu toppen und irgendwann denkt man sich, wie kann man, es gibt keine größeren Hallen in Deutschland und es, da muss man es zweimal spielen und es gibt nicht mehr Preise, so, es wurde eigentlich jeder Preis gewonnen. Ja. Dann denkt man sich aber, ja, aber dann würde ich ihn gerne jedes Jahr gewinnen. Und weißt du, so ist, man wird irgendwann größenwahnsinnig und vercheckt gar nicht mehr, was das man eigentlich alles hat, alles erreicht hat. Ja. Und das meinte ich mit, manchmal muss man einfach auch mal kurz die Bremse reinhauen und sagen, ey, du hast alles, was du brauchst und im Grunde braucht man eigentlich nur Luft, Gesundheit und dass man sich frei bewegen kann. Ja. Und das war's. Und nicht nochmal ein Preis und nochmal eine Trophäe und der Nächste, der sagt, oh mein Gott, so krass. Ja, Mann, deswegen für mich ist es eher, und dann gibt es aber auch wieder Phasen, in denen ich über Bock habe, wenn ich meine Zeit lang echt nur meditiert habe oder sonst irgendwas, dann ist es auch wieder so, okay, jetzt brauche ich wieder diesen ganzen Bullshit, ich muss wieder rein, ich muss wieder auf die Partys, ich muss wieder irgendwelche Sachen gewinnen und große Trophäen nach Hause holen. Ja. Ist auch nur Ego halt einfach dann. Ja. Ansonsten würde ich ja einfach die Mucke für mich machen. Ich habe auch ganz viel, was ich nicht release und nur für mich gemacht habe. Aber ja. Steckt schon noch der Erfolgsdrang auch drin. So noch. Hat Therapie für dich irgendwann in dieser ganzen Reise eine Rolle gespielt oder war das etwas, was für dich so interessant war, mal dir eine Therapie zu gönnen? So? Ja, das Ding ist, guck mal, ich muss immer wieder das Rad neu erfinden und ich muss immer wieder neu, du gehst jeden Tag ins Studio, musst immer wieder einen neuen Song machen. Du kannst nicht wie gestern einfach denselben machen. Ja. Ist nicht ein Fließbandjob und deswegen sitzt man manchmal im Studio und es kommt natürlich auch hin und wieder mal nichts für eine Woche, für 2 oder für 3, wenn man einfach nicht die richtigen Tasten drückt. Ja. Und dann fängt man an zu zweifeln und wenn man in diese Spirale kommt und zu denken, ah fuck, läuft nicht und Leute um dich rum sagen auch, ich war dann so ein, zweimal, dachte ich, es liegt vielleicht echt an ungelösten Problemen im Kopf so, dass es gerade eine Blockade da ist und war ein, zweimal bei irgendwelchen auch Therapeuten und habe einfach mal denen erzählt, so weißt du, um mal zu gucken, vielleicht wissen die ja, was abgeht, aber das war auch nur Quatsch, das bringt auch nichts, also von meiner Meinung aus war das so, okay, da kann mir keiner helfen. Das sind Dinge, die... Man ist nicht immer kreativ. Du kannst nicht immer kreativ sein. Es gibt halt einfach Phasen. Phasenweise. Und wenn man nicht mal nicht kreativ ist, muss man sich halt irgendwie
Homies ranholen, die dir in der Zeit halt einfach weiterhelfen. Ich versuche immer alles selber zu machen. Beats und dann rappe ich da drauf und schreibe die Texte selber und mache die Videos Bongos dazu. Und dann master ich es am Ende noch. Ja. Ja, also immer zu viel zu tun. Das habe ich auch gelernt, jetzt mal einfach mehr zurücklehnen, mehr andere mal mitmachen lassen auch. Mhm. Dann entspannt es dich, du hast mehr Zeit zum Leben genießen und dann, wenn dein Part kommt, den du machen musst, dann machst du den. Mhm. Ja. Vielleicht war so ein Korkenzieher, war dieses C-Projekt, finde ich, das ja ehrlich gesagt nicht so richtig sein Ende gefunden hat, aber das war ja auch so konzipiert von Anfang an. Also es war ja auch nicht auf ein Ende ausgelegt, sondern ja. Du hast da irgendwie alle paar Tage du hast mit einem C-Ton angefangen, also für die Leute, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Und dann haben alle paar Tage hat ein anderer Künstler minimal was dazu beigesteuert. Mhm. Ich glaube, Bad Chiefs Vater hat so Bongos dazu gesteuert. Ja. Crow hat ein Wasser, Kapital hat ein Wasserplätschern dazu gesteuert. Ja. Und dann ging es immer so weiter. Und das war für mich irgendwie, offensichtlich sollte da jetzt nicht unbedingt ein Song am Ende entstehen, aber. War offen so. Ja. Also ich habe es einfach mal losgeschickt und wir waren so, jeder, der Bock hat, darf sich den nehmen. Und wir laden ihn hoch. Hat das dann aber fürs richtige Musikmachen dann auch voll die, keine Ahnung, vielleicht den Knoten gelöst oder so? War das so ein Ding, was dich so mal rausgeholt hat aus einer Spirale? Nö, das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall nur ein lustiges Experiment, was den Spielplatz ein bisschen größer gemacht hat, dass man merkt, okay, man kann mit diesen ganzen Medien, Streaming-Plattformen und so auch irgendwie spielen. Und weil wir sind ja gerade am Anfang auch der Streaming-Zeit. Voll, ja. Ja. Gibt es noch Dinge, die nicht gemacht sind? Wann gibt es das schon? Ja. Hey, ich hab's ja gerade gesagt, du bist, glaube letztes Jahr 30, dieses Jahr 31 Jahre alt geworden. Easy ist jetzt 10 Jahre her fast. Also November wird es, glaube ich, 10. Das sind zwei Zahlen, die für mich voll absurd sind, weil 31 ist eigentlich ein junges Alter, so für einen Mensch im ganzen Lebenslauf. So. Mm-hmm. Ich habe mal nachgeguckt, Jay-Z hatte mit 31 The Blueprint noch nicht gemacht. Ach krass. Kanye West hatte mal Beautiful Dark Twisted Fantasy noch nicht gemacht. Krass. Mit 31. Ist krass irgendwie, oder? Aber gleichzeitig bist du ja 10 Jahre schon im Game und hast irgendwie 4 Erfolgsalben abgeliefert. Wie schwer ist es für dich, die Perspektive noch zu halten? Und super schwer. Wenn ich jetzt gerade denke, was du sagst, dann bin ich eigentlich so, ich hatte das Gefühl, ich wäre Kanye zeitlich sehr hinterher. Ich dachte, er wäre mit 30, hätte der schon, also war auch wahrscheinlich schon Bomben am Start so, aber ja, da habe ich eher das Gefühl, muss mehr Gas geben, schneller. Ja. Wobei man eigentlich sagen muss, chill, mal auch mehr. Alles erreicht. Irgendwie alles erreicht. Ja, zahlentechnisch und so, wie wir gerade gesagt haben, so von den Achievements sowieso alles erreicht. Du hast auch eine Legacy, finde ich, die so stehen bleiben könnte und man könnte am Ende trotzdem sagen, ja, ey, alles gefickt eigentlich, da steht alles, da muss man gar nichts mehr hinzufügen. Ja. Aber wie wichtig ist dir dieses Legacy-Ding und wie sehr hast du das Gefühl, dass du schon alles da, also dass du die Legacy zu Ende erzählt hast oder genug gemacht hast dafür? Ja, das ist natürlich wichtig, dass die Geschichte am Ende schön und rund ist. Ich fand es auch schade, wenn ich jetzt so an Daft Punk denke, bei denen es ja auch maskiert ist und eine ganz lange Karriere schon und dass sie das jetzt einfach so abgebrochen haben, nur weil ich ein Album gebracht habe, fand ich krass. Ich dachte schon so, okay, die explodieren einfach am Ende. Das war's? Okay. Ja. Mhm. Das war so der Fehler in der Matrix. Ganz komisch. So ein abruptes Ende mit auch keiner Anlaufzeit, um es irgendwie in den Bogen zu spannen darauf. Ja, nicht mehr mit einem letzten Album oder so. Eigentlich sehr untypisch. Ein letztes Album und das ganze Ding zu Ende feiern und dann irgendwie einen Film draus machen oder so, der noch in den Kinos läuft. Irgendwie so hätte ich es halt erwartet, dass die... Ja, aber wie geht dieser schöne Spruch irgendwie... es ist immer zu Ende, wenn es schön ist und wenn es nicht schön ist, dann ist es nicht das Ende oder so ähnlich. Also Ende ist halt auch so eine relative Sache, weißt du? Wer sagt denn, dass Daft Punk nicht vielleicht nochmal zurückkommen und dann, ob es jetzt geplant ist oder nicht, weißt du, das Ende oder ich höre auf, ist ja immer so eine Sache. So, das steht ja nicht, bis es dann wirklich irgendwann, bis der Mensch von der Erde geht. So, dann ist ja wirklich eigentlich erst zu Ende. So, dann ist die Geschichte zu Ende erzählt. Ja, das stimmt. Aber hat nicht jeder schon tausendmal auch irgendwie ein Ende angekündigt und war dann gar nicht weg? Jay-Z, mein letztes Album und noch eins. Und noch eins. Ich weiß gar nicht, woher das kam, aber ich habe teilweise hier und da auch gehört, dass das unter letztes Crow-Album laufen sollte. Trip. Ja. Da hatte ich auch kurz, ich dachte kurz so, ey, jetzt ist doch gerade. Ich glaube, der eh nicht. Und so. Ja, und dann war ich auch so, okay, jetzt
Könnte das Ende sein, wer weiß. Mhm. Ich weiß es ja selber noch nicht, ob das das letzte Album war, wer weiß. Mhm. Könntest du morgen vom Bus überfallen werden. Mhm. Deswegen war es ja gar nicht gelogen. Ja, so gesehen. Könnte weiß das letzte man ja sein, ja? Ja, ich meine, so eine Legacy oder ein Kultstatus, der ist auch nicht immer nur in der eigenen Hand. Also das hängt ja auch immer viel vom Umfeld ab, von der Epoche, in der man lebt, von der Ära. Und in Angesicht dieser Tatsache hast du mal was Interessantes gesagt. Heutzutage ist nicht so eine legendäre Zeit. Das war so dein Zitat. Ja. Da frage ich mich, wie schwierig ist es, also gerade auch mit dem neuen Album und die ganzen anderen Epochen, in die du reintauchst, eigentlich soundtechnisch und die ganzen Anleihen, die du aus den 60ern, 70ern, 80ern reinholst. Wie schwierig ist es für dich als Musiker und Künstler, so in deiner eigentlichen Epoche jetzt zu manövrieren, obwohl du dich vielleicht gar nicht da so zugehörig oder passend fühlst? Ja, schwierig. Ich glaube, man findet sowieso erst immer rückwirkend Dinge legendär. Nach vielen Jahren, außer man ist halt wirklich gerade ein sehr legendärer Künstler, weltweit, dies, das, wie Daft Punk zum Beispiel. Ja. Aber ich finde immer, für mich sind Legenden eher ein bisschen älter. Stevie Wonder, Michael Jackson, das sind alles Legenden. Mhm. Kanye J, Quincy. Und ich glaube, man braucht eine Weile auch, bis man zur Legende wird. Ich meine, ich sehe mich jetzt noch nicht als Legende, als Deutsch, aber vielleicht bin ich es dann, wie so ein Udo in vielen Jahren irgendwann mal. Ja. Ich bin auch zu selbstkritisch, muss ich dazu sagen. Deswegen muss ich auch mehr lernen, einfach mehr, mich mehr zu feiern und einfach, ich könnte jetzt hier sitzen und sagen, natürlich bin ich eine Legende. Ja, ich finde vor allem. So was mache ich aber nicht. In Deutschland ist ja eh immer schwierig, auch mit solchen Begriffen und solchen Einordnungen und so. Und gerade in deinem Fall, so aus der Szene, finde ich, aus der du eigentlich kommst, die halt Deutschrap und Hip-Hop ist, war es sowieso immer total schwierig für dich. So, ich hatte das Gefühl, du hast zum ersten Mal das Emotionale dahinter so ein bisschen angerissen auf Fall auf, was ich erstmal dachte, wäre die erste Single fürs Album, die hat es ja gar nicht mehr aufs Album geschafft dann am Ende. Da hast du oder Chief hat, glaube ich, da gesungen, ich habe akzeptiert, nicht akzeptiert zu sein. Du musst akzeptieren, nicht akzeptiert zu sein. Und du musst nicht jedem gefallen, heißt es. Du musst nicht die Leute pleasen dafür, egal, mach dein Ding. Ja, ich fand's ehrlich gesagt als Zuschauer und auch Fan deiner Musik immer, ehrlich gesagt, ein bisschen traurig, weil du bist ja ein Hip-Hop-Junge, du kommst, also dein Weg führte über RBA-Battle-Runden, du kamst in die Szene eigentlich mit Mixtapes, so wo du wie verrückt gesampelt hast, also noch mehr Hip-Hop geht eigentlich gar nicht, außer dass du vielleicht von, keine Ahnung, die Perspektive oder die Richtung oder der Vibe war etwas komplett Neues, auch für Deutschland muss man sagen, also in den USA war ja das, was du gemacht hast, ob jetzt Mac Miller oder andere. Ja, war Mac Millerisch, dann war Sunshine-Rap so. Wiz Khalifa, also da gibt es ja einiges, was schon akzeptiert war. Ja. Hat dich das traurig gemacht, die ganzen Jahre, dass du das die Szene, für die du die so viel Szene, Liebe hast? Die Szene, die wirklich dann meinte, okay, hier Hip-Hopper. Ja. Nee, ich meine, ich war irgendwie mal ganz froh, mein eigenes Ding zu sein. Was traurig ist natürlich, wenn es um Playlisten geht, da war ich ein bisschen abgefuckt, wenn mir eine Streaming-Plattform schreibt, du passt in keine Playlist. Ja gut, aber das ist ja dann so ein... Weil du bist weder Rap und weder Pop noch Rap und dann war ich so... Das hast du ja am Anfang schon klargestellt. So. Ja, aber das ist auch, da fand ich es dann beschissen und war dann so, yo, mach nicht so jetzt mit mir. Okay, aber das ist ja keine Szene, also der Streaming-Anbieter ist ja nicht... Also was ich meine, ist so eher dieses emotionale, ey, ich komme eigentlich vom Rap und das ist meine Kultur und ich habe Liebe dafür und habe das studiert und geliebt und warum kriege ich die Liebe nicht zurück, obwohl gab's ich alles richtig mache. Gab es auch Ups und Downs. Manchmal, also gab Monate, in denen ich wirklich alles dafür getan habe, um mehr Rap und da wieder anerkannt zu werden. Und wenn ich dann drin war, war ich so, okay, eigentlich gar keinen Bock, weil was will ich hier? Dann bin ich wieder rüber auf die Seite, also ich will viel lieber durchballern und die Einsen jagen. Aber jetzt ist ja gerade so, dass auch Rap wieder super krass an der Spitze steht. Deswegen bin ich jetzt auch wieder unterwegs in der Richtung. Ja. Immer, es geht immer irgendwie hin und her. So, man ist nie wirklich. Ja. Es langweilt mich sehr schnell auch. Ja. Am selben Ort. Ja, ich weiß. Wir haben, als wir zum True-Album mal nach dem True-Album gesprochen haben, da hast du deine Trophäe für Producer des Jahres bekommen damals, was ich sehr schön fand. Mhm. Da hast du schon drüber gesprochen, dass es
dass so internationale Pläne irgendwie so in deinem Hinterkopf definitiv schlummern? Ich meine, das Album an sich war ja auch schon Beweis dafür. Du hattest internationale Künstler drauf, Hooks. Du hast selber auf Englisch geschrieben und gesungen viel auf der Platte. Wyclef Jean war drauf. Du hattest Ivy Soul auf Tour dabei. Also, ja. Da war viel Englisch und Spanisch auch auf der Platte drauf. Ja. Wie ist das so gewachsen seitdem in deinem Kopf? Ja, für dieses Album ist es erstmal wieder auf die Ersatzbank gerutscht. Aber jetzt, da jetzt wieder Platz ist, nehme ich das auf jeden Fall wieder auf. Und ich habe halt auch immer wieder dieses Gefühl, ja, man kann weltweit locker reisen gerade, dank Internet und Zeiten, in denen es super schnell geht. Ja. Und trotzdem ist es halt echt nochmal ein anderes Spielfeld. Wenn ich hier in Deutschland super krass bin in dem, was ich mache, also wirklich ein Stürmer in der Mannschaft, so bin ich halt vielleicht auch weltweit nur hinten links gerade. Was, ja, da muss man noch ein bisschen mehr, da muss man noch ein bisschen mehr reinhauen, glaube ich, mit allem. Ist auch irgendwie vielleicht ein bisschen furchterregend, so der Gedanke, dass man natürlich ein gewisses Standing sich ewig erarbeitet hat und dann auf dieses neue Spielfeld, wo man eigentlich gerne mitmachen würde und auch weiß, dass man qualitativ eigentlich mithalten kann, ja, komplett neu gemischte Karten sind und man da eigentlich erstmal, also ich gar nichts ist, sag ja. ich mal, ja. Aber was auch ganz cool ist, ist auch nice, da kann man einfach von vorne mal anfangen und vielleicht doch mal eine andere Maske und einen anderen Sound und ganz anders durchdrehen. Ich hab halt Bock auf, wenn es weltweit abgeht, dann geht halt alles mal 10. Was ich meine, ja, Spaß mal 10 und Partys mal 10 und ja. Ich glaube, so der eine Faktor, den du auch früher angesprochen hattest, warum es möglich sein wird, auch internationale Erfolge zu feiern, ist so, dass die Sprachbarrieren nicht mehr so wichtig sind wie damals. Ja. Wo ich mir immer die Frage gestellt habe, wenn man das sagt, dann gehen die Leute mal davon aus, oder vielleicht du auch selber, dass du jetzt auf Englisch auch erfolgreich sein kannst. Mhm. Wohingegen ich mich gefragt habe, wenn die Sprachbarrieren kannst jetzt ja alle aufbrechen. Auf Deutsch, auf Englisch, im englischen Markt was versuchen. Genau. Ja, hatten wir ja auch mit Afrop und Flavor damals oder Savas hat ja viel gemacht mit Amis. So. Ja, aber ich meine so wirklich, also so richtig Falco-mäßigen, weil du sagst, okay, wirklich ja, erfolgreich in USA auch in erster Linie wahrscheinlich geht es ja auch. Hat Falco aber nicht seine Bomben auf Englisch dann noch gemacht mit Amadeus? Ja, es ist schon sehr gemischt. Amadeus. Ja, es ist so sehr, sehr deutsch-englisch gemischt, das stimmt. Ja, ich glaube, du musst denen schon irgendwas geben, was sie greifen können. Also eine englische Hook oder ein paar englische catchy Dinger. Und ich glaube schon, dass es auf Englisch, also besser funktionieren würde als Deutsch. Trotz offener Sprachbarrieren. Ja, aber interessanter Gedanke. Wie nah bist du da dran, das tatsächlich in Angriff zu nehmen? Ich habe, wie gesagt, echt gut vorproduziert und schon Dinger am Start. Und jetzt ist nur die Frage, unter welchen Konstrukten und wie und wo es losgeht. Ich habe irgendwie Bock, es so zu machen, dass keiner weiß, dass ich es bin, erstmal. Ah, okay. Okay, also siehst du, da würdest du dann das aushebeln, was ich gerade meinte, mit dieser Furcht, dass man dann in dem neuen Spielfeld plötzlich diese krasse Fallhöhe hat. Wenn natürlich die Leute erstmal nicht wissen, dass du das bist, dann lässt sich viel leichter. Das Blatt so auch einfach. Ja. Doch, da habe ich Bock drauf. Ja. Also aufmerksam bleiben, meine Leute. Ja, ja. Ja. Ey, wie lange warst du eigentlich nicht mehr in Stuttgart? Auch lange, ja, über ein Jahr. Jetzt war ich wieder vor kurzem. War zu Hause. Alle einmal durchgedrückt. Den Hund, ich bin immer der den Hund scheren muss. Ach, witzig. Dieses riesen Zottelfies. Ja. Hattest du Heimweh die ganze Zeit, als du auf Bali warst? Ich meine, Heimweh nach Berlin, glaube ich, eher nicht so, aber vielleicht nach Stuttgart so? Nee, weniger tatsächlich. Ich habe mich ganz, ganz auf Indonesien eingelassen und hatte so viel zu sehen mit hin und her und rumreißen, dass ich dachte, ich war 30 Jahre in Deutschland. Weißt das du? Stimmt natürlich. Ja. Jetzt kann man auch mal ein, zwei Jahre was anderem widmen. So. Ja, ich meine, da es gab ja auch diese Phase, glaube ich, während True, wo du die Mansion hattest in Stuttgart, was ja auch so voll das kreative Zentrum war. Ja, super. Also wenn man sich heute anguckt, wer auf dem Album ist und wer in den Credits steht, also von, ich habe es ja stehen, so Chima Ede hat mitgeschrieben, Elif und Rola sind auf dem Album zu hören tatsächlich, Teasy natürlich, abgesehen von den ganzen Feature-Gästen. Jenny, Vanya, Wyclef,
Money Rich, Schuko, Ace-T. Ja. Abgesehen natürlich von den ganzen Leuten, die da waren und es nicht aufs Album geschafft haben. Ich glaube, da war auch mal die Rede davon, dass Rin zum Beispiel im Studio war. Ja. Ich weiß nicht, ob ich bei Bowser daneben liege, aber da gab es, glaube ich, auch Sachen. Ja, ja, ja. Was ist mit der ganzen Musik, die, sage ich mal, gerade mit anderen Leuten entsteht, ja, und nie das Licht der Welt erblickt? Das wird schwieriger, je mehr Zeit vergeht, dass die überhaupt noch das Licht der Welt erblicken, oder? Ja, stimmt. Die sind auf Festplatten einfach und die hängen da. Mhm. Ja. Manchmal kann ich dann tatsächlich solche Tracks auch recyceln und habe dann irgendeinen Verse, den ich auf dem Song gemacht habe, der niemals rauskommen wird. Dann weiß ich, okay, her damit, der passt jetzt hier drauf. Mhm. Dann ist auch ganz gut, wenn man mal so in irgendeiner Session kurz schnell lösen kann. Ja. Aber es ist auch schade um die ganzen Songs. Also traurig. Ich habe 500 bis 1000 Songs, hab's Alter, nie wirklich gezählt, aber die einfach nicht released sind. Und da überlege ich gerade schon auch, was ich mache. Die mussten auch raus, irgendein Lost Tapes. Ja, voll. Ding oder. Ja. Hast du noch Kontakt speziell zu den beiden? Weil die sind natürlich auch irgendwo Stuttgarter Schule, also Bowie und Rin. Mhm. Doch, ich hatte auch zum Album noch Kontakt und war auch die Überlegung, die auf dieses Album drauf zu packen. Mhm. Rin hatte keine Zeit, weil er sich ein Haus baut. Bowie hat es dann auch nicht mehr geschafft. Mhm. Aber ist okay, nächstes Mal dann halt. Ich finde es witzig, weil du bist natürlich auch so ein Stuttgarter Junge und du stehst auch hip-hop-technisch so voll in dieser Stuttgarter Tradition, finde ich. Also Stuttgart immer im Gegensatz zu vielleicht Frankfurt, Berlin, immer sehr musikalisch, sehr mutig, sehr so progressive Rap-Musik gemacht. Schon seit jeher, also egal wie weit man eigentlich zurückgeht in der Deutschrap-Stuttgart-Geschichte. Du hast mir zum Beispiel auch erzählt, dass das Shindy-Feature auf deinem Album, dass du ihn auch sehr früh auf dem Schirm hattest, weil er so eine familiäre Connection zum Chimperator-Umfeld hat. Ja, ja, er ist Nico von Chimperator, ist sein Cousin. Das heißt, wir hatten echt schon ganz lange mit Shindy zu tun. Eigentlich Wahnsinn, dass der denen durch die Lappen gegangen ist dann. Ja, ja, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, aber ja. Aber wir haben uns noch nie getroffen, das ist auch witzig. Ach krass, echt? Nee. Okay, witzig. Nee, Mann. Ja. Er hat das Universum noch nicht so vorhergesehen. Wie sehr bist du so als Person oder als Künstler auch, wie sehr hast du das Gefühl, dass Stuttgart noch in dir ist oder dass du noch an der Stadt hängst und ja, das ist so das kleine Kind, was in meiner Brust schaukelt, aber eigentlich ist es nicht mehr ganz da. Ich wurde echt entwurzelt. Ja, ja, ja. Doch, ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, da zu wohnen. Vielleicht irgendwann mal, aber gerade nicht. So. Mhm. Es wurde immer größer im Kopf und dann war irgendwann auch schon Berlin so, finde ich, zu klein. Und dann muss es New York sein und dann war New York irgendwie wieder ein kleines Dorf. Und ja, das wird ja immer, man braucht immer mehr. Ich finde es witzig, dass du, als du über True damals gesprochen hast, in den Interviews hast du immer wieder erzählt, wie experimentell das für dich war, was es auch war tatsächlich zu der Zeit. Wenn man jetzt zurückblickt, ist True natürlich voll das klar und deutliche Hip-Hop-Album im Gegensatz zu speziell der zweiten Seite von Trip. Ja. War dir zu dem Zeitpunkt damals eigentlich gar nicht bewusst, wie weit du noch, sag ich mal so, die Genregrenzen verbiegen kannst oder wirst? Oder? Nee, ich glaube noch nicht. Ich glaube, da war ich echt noch zu, da war True für mich schon so wild. Weißt du, oh mein Gott. Ja, für alle, muss man sagen. Ja, also. Wo bin ich da gerade hingedriftet? So. Ja. Und dann mit True bin ich ja eher in eine wilde Zurückhaltung eher gegangen. Und mit Trip in eine wilde, komplette, extrovertierte raus und Klamotten vom Leib und let's go. Was aber auch Bock macht und auch krass ist. Und jetzt habe ich irgendwie gerade so das Gefühl, ich habe mich so wild freigespielt, dass ich irgendwie als nächstes machen kann, was ich will und keiner weiß mehr, was es sein wird. Ja. Und das mag ich. Das ist so ein bisschen Kanye-mäßig. Jedes Album klingt anders und trotzdem, die Stimme wird immer Kanye bleiben und deswegen bleibt er immer Kanye, aber er kann machen, was er will. Und da habe ich Bock drauf. Ja, ich finde, da sind viele Parallelen, weil ich glaube, vor seinen größten Alben ist Kanye auch nicht in L.A., Chicago, New York gewesen, sondern vor, glaube ich, 808s und Heartbreak und die ganzen Beautiful Dark Twisted Fantasy war der auf Hawaii und in Tokio und in Rom und an ganz anderen Orten.
wo ich mich gefragt habe, wie es für dich gewirkt hat, weil nach Bali zu flüchten kann natürlich voll befreiend sein, weil du aus diesem Umfeld ausbrichst, wo ja. gewisse Erwartungen und Druck auf dir lastet und Leute dich auch in einer gewissen Art und Weise einfach kennen und es schwierig ist, anders zu sein, auch ein anderer Mensch zu sein und sich anders zu entwickeln, als man sich vielleicht wünschen würde. Ja. Aber es ist natürlich irgendwo auch todesriskant, als ein Künstler, der Produkte auf dem Markt verkauft, die und dann aber in einer ganz anderen Lebensrealität lebt. Also du lebst ja gar nicht mehr in dem Markt, in dem du stattfindest. Wie, ja. wie gefährlich ist da so diese Abkopplung für dich? Ist auf jeden Fall, doch ist gefährlich, aber andererseits war es auch für mich wichtig, Abstand mal von der ganzen Szene zu bekommen, um sie wieder wertzuschätzen, was ich gerade habe. Weil ich war zu tief drin in der ganzen Bubble und du kennst es, wenn man irgendwann mal safe, ja. denkt man sich, ach, immer dieselben Leute auf der Party und dann fängt man an, das ganze Konstrukt so ein bisschen anzuhaten, was eigentlich gar nicht sein darf. Ja. Und mit ein bisschen Abstand und rausgehen und wieder was anderes sehen, vermisst man das wieder und denkt sich, eigentlich ist ganz geil. Und gerade finde ich eigentlich die Rap-Szene mega nice und alles sind, ist wohl der Kuschelverein geworden, alle lieben sich und schicken sich Herzchen und erwähnen sich in Stories und was ich meine, ja. was früher gar nie wirklich so war. Also ich meine, ganz am Anfang bei den Hip-Hop-Jams und so, da war ja die Liebe noch da und so und dann hat sich's verlaufen. So, und jetzt ist es wieder voll da. Alle lieben sich, auch so Grenzen übersprengt. So auf einmal findet Jesus den Cappy-Track cool und postet in der Story. Und was so irgendwie vor ein paar Jahren nie, was ich nie gedacht hätte. Ja. Und es ist Bombe irgendwie, das finde ich nice. Ja. Und deswegen feiere ich es gerade wieder. Alles irgendwie auf Homie-Modus. Ja. Voll gut. Ich finde auch ehrlich gesagt, also ich weiß gar nicht, das sagt dir wahrscheinlich alle paar Monate jemand, aber ich finde für diese ganze Entwicklung nicht nur soundtechnisch ist offener und vielseitiger geworden ist, sondern auch für die Perspektive, die man einfach mitbringt ins Game, bist du auch echt mitverantwortlich. Also die letzten 10 Jahre waren ein unfassbarer Türöffner. Also wenn du dir heute anguckst, wie Straßenrapper auf Songs klingen und wie sie ihre Inhalte übermitteln im Vergleich zu vor 10 Jahren, wie sie auf deine Musik reagiert haben, sind natürlich Universen an Unterschieden. Ne? Ja, absolut. Viel melodischer alles. Ja. Ja, ich sehe das, ich sehe teilweise manchmal natürlich, dass ich echt dazu beigetragen habe, auch Türen aufgemacht habe. Aber du musst auch Props an alle geben, die dann trauen, sich da durchzugehen und halt einfach mitzumachen. Ja. Wenn du dann, ich habe mal gehört, so der Erste steht alleine, aber der wirklich Mutige ist eigentlich der Zweite, der mitmacht. Weißt du, was ich meine? Also der sich sagt, ja, okay, krass, dieser verrückte Vogel, ich mach das jetzt auch so. Ja, ja, interessant. Ja, der Erste ist krass, aber der Zweite meistens noch mutiger. Ja. Ja, crazy. Ey, vielen, vielen Dank dafür. Ich hab noch auf ein Zitat bin ich gestoßen in der Vorbereitung, was ich passend fand. Und zwar von Pablo Picasso, der hat, glaube ich, mal gesagt, an dem Zeitpunkt, wo ein Kunstwerk beendet ist, da stirbt es. Ja, sehe ich auch so. Also es hat noch so einen kurzen Moment, in dem es glüht und aufleuchtet wie so eine Sternschnuppe, aber dann meistens verbrennt es auch für mich. Es ist so, sobald es released wird, ist es für mich eigentlich verbrannt. Und dann, manche Dinge höre ich noch, aber die meisten sind einfach dann, okay, next. Ja. Ich habe schon wieder andere im Köcher, die einfach, die unbekannt sind und das sind die geilen. Und wer dann zu dir kommt, ist so, oh krass, spiel mal den nochmal. Wer, den gibt's nicht, den gibt's auf keiner Streaming-Plattform. Ja. 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 Geil, Alter. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ja, ich wünsche dir alles Gute, egal wo die Reise jetzt hingeht, ob Bali, danke. Berlin oder New York dann doch. Ich weiß nicht, das wirst du wahrscheinlich spontan entscheiden. Ja. Irgendwann demnächst. Aber ja, bis zum nächsten Album. Lass uns nicht so lange warten, Alter. Mhm. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, gleichfalls.